Okay, und übrigens, ihr dürft hier Fotos machen, nicht, was ihr da draußen steht aus rechtlichen Gründen. Scheißegal, ihr habt bezahlt, ihr dürft Fotos machen. Okay, fang an. Foto, Foto. Okay, schneller als der Blitz. Aber nicht zu viel Blitz, sonst sehe ich aus wie der koreanische Kopf dahinter. Wenn du mich riechst, dann bist du schwanger. Das ist ein geiler Satz, ja? Mach ich T-Shirt für alle Männer. Aufpassen, wenn du mich riechst, dann bist du schwanger. Und dann bist du in die Disco. Komm, rieche, rieche, geil. Geil, geil. Ich bin der Hassan. Ja, das weiß ich. Mit einem S. Hassan. Und ich habe paranoide Arschbacke. Was sagen Sie? Ich kann bis zur Muppet Show fliegen, ich bin Supertürk, aufpassen. Ich habe paranoide Arschbacke. Ich weiß genau, ihr Frau guckt niemand auf den Popo. Hm, ist okay, ist okay. Ich habe gerade beendet eine Beziehung. Keine Angst, Mann, ich meine. Ich bin immer ein Mann, wo sagt jemand der Wahrheit, wenn es muss sein. Und wenn du hast einen Freund, wo es stärker ist als du und schlauer als ein Idiot, dann ist eben eine Frage der Zeit, wann seine Freundin erfährt, dass er gehabt hat eine Mächtel-Techtel mit einer anderen Frau. Wollte ich dir Ex trösten, ich bin ja Gentleman. Für den hochdeutschen Gentleman, S-C-H-E-N-T-L-M-A-N. Gentleman. Deutsch. Bin ich voller Nächstenliebe. Ich immer lieb gleich der Nächste. Hab ich gesagt, hey Ex, hopp. Hat sie gesagt, Hassan, wenn du bist gefahren, das ganze Leben lang Porsche, du willst nichts mehr fahren, Moped? Hab ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist, Moped, ich hab nur iPad. Du musst das mal von meinem Standpunkt aus betrachten. Okay, hab ich gesagt, bist du in der Küchefenster rausgeguckt? Ey, die hat überhaupt keinen Spaß verstanden. So blöd, okay, weg, nächste. Ja, ihr Frau, seid komisch, ehrlich. Wenn man was macht, macht man falsch, weiß man nie, wann man es macht, macht man und dann was macht. Ne? Ja, Sister versteht ja nicht mal Deutsch. Ist so, du weißt nicht. Nirgends steht, wo was geschrieben, was du musst machen in der richtigen Moment. Kamasutra, doch, in Kamasutra steht alles. Kamasutra. Kennt ihr? Okay, habe ich nur nicht gelesen. Hörbuch. Kamasutra ist der Kammer, wo der Inder macht Sex. Jetzt auch der Türke. Kam. Ach so, Philipp. Signore. Signore, ich bin hier. Nee, pass auf. Immer noch keine Papier. Pass auf. Deutschland, was soll ich machen? Das Problem liegt nicht bei mir. Pass mal auf. Kennt ihr? Mein Examen, korrekt. Pass mal auf, Philipp. Du bist 10 Jahre, ich muss erklären. Kamasutra, ne? Philipp, Kamasutra? Kann man machen, muss man aber nicht. Und wieder der Koffer. Meine Lieblingsposition Kamasutra ist der Zombie. Kennt ihr Zombie-Stellung? Auf der Rücken legen, Todstelle und langsam auffressen lassen. Das ist geil, ehrlich. Das ist so geil. Yeah. Okay, habe ich nicht gemacht, aber habe ich geträumt, dass ich gemacht habe. Und zwar mit einer Traumfrau, logisch. Frau im Traum ist Traumfrau. Da kann man alles machen, was man will mit der Frau im Traum. Und da können sie sich nicht wehren. Daniel, leck dir das. Wir treffen uns im Traum, ich zeig dir, wie es geht. Ich habe im Traum die Frau gefesselt.
Hände, Füße, so lassige Dinge. War aber scheiße für mich, weil ich war dann Zombie-Position. War mal so nebeneinander gelegen, war auch scheiße. Bin ich aufgewacht irgendwann. Aber normalerweise bin ich immer Superman, ne? Super-Türk. In Wirklichkeit auch. Aber manche Männer, die haben so Superman-T-Shirt. Habt ihr schon mal gesehen? So, ne? Hat er? Bestimmt heute Abend auch irgendeiner. Ja? Superman, wie du, ne? Oder? München, wie du, ne? Verrate sofort das Geheimnis. Okay, habe ich auch schon mal gemacht, aber habe ich wenigstens noch einen Spruch vorbereitet. Bin ich so Disco? Hörst du, hey du, also zu der Frau. Habe ich Spruch genommen Nummer 4. Kennt ihr? Hörst du, hey du, du hast, nee, warte mal, ich geht anders. Warte, warte, geh noch nicht auf Toilette. Warte, ich sag dir noch was. Wo ist deine Gießkanne? Ich will dich bewässern. Ja, Antwort kam auf Backe. Aber immerhin Berührung, ein Anfang. Hab ich gelernt, hab ich Spruch Nummer 1 genommen. Gleich voll auf der 12. Hab ich gesagt, hey du, du hast schöne Hose an, ich wäre gerne in deine Hose. Hat sie gesagt, das brauchst du nicht, da ist schon ein Arsch drin. Hey, bitte, warte mal. Was soll das? Ich bin noch nicht fertig. Hab ich gesagt, okay, okay, hab ich sie gesagt. 1-0, unentschieden. Aber nächstes Mal krieg ich dich. Weil ihr Frau habt noch viel dümmere Anmachsprüche. Oh doch, oh doch. Weil ich letztens an der Bar so gestanden, kam meine Frau zu mir. Hat sie so gemacht mit der Lippe. Also, ja, sag was, Mensch. Entschuldigung. Ich würde mal gerne deinen Freund neben dir kennenlernen. Habe ich gesagt zu ihr, hey, 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 so einfach kriegst du mich nicht. Ihr Frauen seid clever, ihr seid so berechnend. Ja, doch so entnennend. Ihr macht, ihr berechnet, wie ihr den Mann kriegen könnt, mit der Pythagoras. Ihr kriegt, ihr kennt doch den Pythagoras. Hey, guck mal so, hey, was hast du? Der Pythagoras, der Kass. Mit der M2 gleich der 4,8, der C hoch, mit der Audi 6. Ja, kapiert ihr wieder nicht. Ihr wollt immer diesen perfekten Mann, wo der Bühling gesagt hat, den gibt's nicht. Aber dieser einzig geile, perfekte, geile Mann mit dem geilen Herz, den gibt's wirklich. Aber liebe Frauen, ich kann mich nichts verteilen.